Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute mal ganz kurz und einfach auf den Punkt gebracht. Ich finde das gut, wenn ganz viele Menschen am Samstag nach Berlin gehen. Aber Grenzenlos Leben heißt nicht, dass man eine Demonstration beantragt oder darum bittet, was auch immer tun zu dürfen beim Staat oder bei sonst wem. Grenzenlos Leben heißt einfach, sich das Recht zu nehmen, was einem zusteht und was unverbrüchlich ist und was euch keiner und niemand wegnehmen kann. Es ist absurd, wenn man für eine Demonstration, die gegen den Entzug der Grundrechte ist, glaubt, dass man mit Genehmigungen und allem drum und dran was ausrichten kann. Es ist auch absurd, meines Erachtens da Bühnen aufzubauen und alles drum und dran. Mensch, geht doch mit 1 Million, 2 Millionen oder 3 Millionen einfach nach Berlin und geht spazieren vor den Botschaften von den Russen und den Amerikanern, geht spazieren in der ganzen Stadt und zeigt dieser abgefuckten Regierung, dass sie am Ende ist. Zeigt ihr, dass sie es nicht verdient, dieses Land zu regieren. Zeigt ihr, dass es over ist, game over. Besucht die tolle Frau Merkel in ihrem Bundeskanzleramt. Geht rein, es gehört dem Volk. Geht in den Reichstag, er gehört dem Volk. Lasst euch nicht aufhalten. Geht einfach rein und besucht die tollen Volksvertreter. Und habt Ziele. Grenzenlos Leben bedeutet auch, Ziele zu haben. Einfach nur hinzugehen und zu sagen, was man nicht will, das ist keine Lösung. Die Lösung ist, zu sagen, was man will. Das ist immer im Leben und gerade im grenzenlosen Leben die Lösung. Zu sagen, wofür man steht und was man möchte. Und da ist es relativ einfach zu sagen, Schluss mit den Parteien, Schluss mit dem System, Schluss mit dieser Regierung. Direkt gewählte Vertreter des Volkes. Beschränkung der Mandate auf 4 Jahre, maximal 8 Jahre. Beschränkung der Minister und Funktionsträger auf kompetente Menschen. Ein Bankkaufmann sollte nicht Gesundheitsminister sein. Das ist ein Arzt oder eine Pflegerin. Ein Wirtschaftsminister sollte wenigstens mal eine Firma geführt haben und nicht sein ganzes Leben in der Bürokratie verbracht haben. Ein Außenminister sollte ein bisschen mehr vom Ausland verstehen und von anderen Kulturen als diese Lachnummer, die es jetzt tut. Und ein Finanzminister sollte wenigstens eine Bilanz richtig rumhalten können und nicht vom Scheitel bis zur Sohle korrupt sein. Und das kann man beliebig fortsetzen. Ich habe über diese Gestalten auch mal hier drunter verlinkt, ein Video gemacht. Und dieses Video zeigt euch detailliert, wie inkompetent die sind, die dieses Land regieren. Also steht einfach auf und wehrt euch und fangt an, grenzenlos zu leben. Und das bedeutet schlicht und einfach, sich nicht sagen zu lassen, was jetzt als nächstes passiert. Jedenfalls nicht von diesen Gestalten, die sich Regierung, Politiker und Parteien nennen. Das ist nicht eure Zeit wert. Geht nach Berlin, geht spazieren und befreit dieses Land. Herzliche Grüße aus Amerika. Hinter mir, das ist die Sunshine Skyway Bridge, die die Tampa Bay überspannt. Eine schöne Landschaft und unter dieser Brücke können Kreuzfahrtschiffe durchfahren. Also so hoch ist diese Brücke immerhin. Also, ich zähle auf euch. Fegt einfach die Straßen von Berlin sauber von dem Unrat, der dort die Straßen blockiert. In dem Sinne, alles Gute und tschüss, euer Klaus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abonnement da oder ein Like wenigstens. Dann freue ich mich, weil dann auch andere davon erfahren. Tschüss.